Die schwedische Justiz nimmt ihre Ermittlungen gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange wieder auf. Ihm wird vorgeworfen, im Jahr 2010 in Schweden eine Frau vergewaltigt zu haben. Schon im Jahr 2012 waren die Ermittlungen eingeleitet worden. Doch nachdem Assange in die ecuadorianische Botschaft in London geflohen war, schwanden die Aussichten auf eine Aufklärung des Falls. Nachdem ich die vorläufige Untersuchung überprüft habe, stelle ich fest, dass nach wie vor der Verdacht besteht, dass Herr Assange eine Vergewaltigung sowie eine weitere Straftat begangen hat. Da Herr Assange nun in Großbritannien inhaftiert ist, lassen die Umstände eine Auslieferung nach Schweden mithilfe eines europäischen Haftbefehls zu. Assange war im April nach 7 Jahren in der ecuadorianischen Botschaft von der britischen Polizei verhaftet worden. Wegen Verstößen gegen Kautionsauflagen wurde er zu 50 Wochen Haft verurteilt. Sollte Herr Assange aufgrund eines europäischen Haftbefehls nach Schweden ausgeliefert werden, so darf er von hier aus nicht ohne Zustimmung der britischen Behörden an ein Drittland ausgeliefert werden. Dazu bräuchte es eine Entscheidung nach schwedischem Recht und auch das Einverständnis des Vereinigten Königreichs. Nach derzeitigem Stand wird sich ein Brexit nicht auf laufende Ermittlungen, europäische Haftbefehle oder europäische Durchsuchungsbefehle auswirken. Assange hat die Vergewaltigungsvorwürfe stets bestritten. Seine Unterstützer befürchten, dass der 51-jährige Australier an die USA ausgeliefert werden könnte. Dort droht ihm der Prozess wegen Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning. So waren im Jahr 2010 hunderttausende geheime Militärdokumente durch WikiLeaks veröffentlicht worden.